Sommerschlussverkauf in FIFA 22. Ja, so hat man zumindest das Gefühl. Ich zeig dir in diesem Video mal drei Karten, die früher unbezahlbar schienen und jetzt mega günstig sind. Das sollen einfach mal ein paar Ideen sein für dein nächstes Team. Fangen wir direkt an mit einem extremen Preisdrop, und zwar geht es um Hazard Shapeshifter. Der hat am Anfang, als er rausgekommen ist, lange 2 Millionen gekostet. Das war auch gerechtfertigt, das ist nämlich eine richtig krasse Karte. Hier war natürlich besonders, dass er das erste Mal zentral war, also deutlich besser einzubauen. Dazu hat er nochmal ein fettes Upgrade bekommen bei den Werten und auch ein 5-Sterne-Skills-Upgrade gegenüber der Winter Wildcard-Karte. Bis Anfang August, also so ungefähr vor 2 Wochen, lag der noch bei 1 Million und jetzt kostet diese Karte nur noch 70.000. Hazard hat wie gesagt 5-Sterne-Skills, leider nur 4-Sterne-Recruit, was trotzdem nice ist, gute Arbeitsraten und als Bodytype unique. Das ist alles top. Die Werte sehen überragend aus, wie eigentlich zuletzt schon bei den nice Footies-Karten. Ihm fehlt es hier wirklich an nichts. Einzig die Stärke könnte vielleicht ein bisschen besser sein. Um genau diese Stärke zu pushen, habe ich ihm dann noch einen Marksman Chemistry Style gegeben. So kann man die Werte eigentlich perfekt ergänzen und er hat beim Dribbling überall 99. Dazu hat er noch eigentlich alle Traits, die man braucht, und zwar Flair, Außenrissschuss und den Finesse-Shot. Hier fehlt es ihm an nichts. Dazu kommt auch noch, dass man Hazard vor allem durch den Verein echt gut verlinken kann. Real Madrid hat saustarke Karten, hier gibt es zum Beispiel Benzema, Bale, Modric oder den neuen Mondi. Dann gibt es noch einen Belgier aus der Liga mit Carrasco oder auch Karten eben mit der Krone auf der Karte, wie der neue Griezmann oder Dembélé. Hier gibt es echt eine große Auswahl. Hazard fühlt sich ingame an, wie man es eben erwartet. Extrem quirlig und stark im Dribbling, das war schon echt auffällig. Die perfekte Position für ihn habe ich glaube ich noch nicht wirklich gefunden. Ich habe es mal auf der 10 probiert, aber auch auf Außen. Auf der rechten Seite kann man halt ganz gut mit seinem linken reinziehen, allerdings haben mir die Finesse-Schüsse da nicht so gut gefallen. Vielleicht dann doch lieber auf links und eben mit seinem starken linken dann abziehen. Generell vom Dribbling aber einfach eine richtig krasse Karte. Weiter geht's mit Sané Shapeshifter. Auch er ist echt krass gesunken. Auch wie Hazard hat er eine zentrale Karte bekommen. Das ist immer nochmal ein Ticken nicer. Sané kostete mittlerweile nur noch 30.000, das ist wirklich enorm krass. Sané hat auch 5-Sterne-Skills und 4-Sterne-Weakfoot, bei ihm sind die Arbeitsraten leider nicht ganz so nice mit mittelgering. Das geht ein bisschen besser. Ansonsten hat er auch noch Unique als Bodytype. Wie auch schon bei Hazard kann man hier zu den Werten eigentlich nichts sagen. Die sind insgesamt vielleicht überall einen Ticken schwächer, aber trotzdem richtig gut. Auch hier habe ich ihm dann noch einen Marksman gegeben. Natürlich ist auch Sané von der Linkbarkeit überragend, ich habe ihn einfach mal in einem Bundesliga-Team gezockt, weil ich auch noch die Karte von Boateng getestet habe. Sané ist wirklich sehr variabel einsetzbar und ich habe ihn überall mal probiert. Ganz nice finde ich bei ihm auch irgendwie seine Größe. Mit 1,83 Meter ist er jetzt nicht riesig, aber er strahlt dadurch so eine gewisse Präsenz aus. Die Karte fühlt sich dadurch einfach nice beim Zocken an. Das Tempo ist bei ihm natürlich perfekt und er fühlt sich wirklich sehr souverän an, was das Dribbling angeht. Wenn du mehr von solchen Videos sehen willst, dann lass doch jetzt gerne mal ein Abo da. So kannst du uns gleichzeitig auch noch echt unterstützen. Kommen wir zur letzten Karte für dieses Video, und zwar Rafael Leao. Einige von euch erinnern sich bestimmt noch, dass wir mal eine eigene Review zu ihm hochgeladen haben. Seitdem ist er aber wirklich nochmal enorm gesunken. Als sein Tots rauskam, war das lange eine der krassesten Karten überhaupt, hat so 2 bis 3 Millionen gekostet. Dann lange 1 Million und jetzt einfach nur noch 55.000. Das ist wirklich richtig krass. Auch er hat wieder 5 Sterne Skills, 4 Sterne Weakfoot und die Arbeitsraten hochgering, die echt stark sind. Bei ihm sind die Werte nochmal krasser als bei Sané, würde ich sagen. Tempo und Dribbling sind eigentlich perfekt. Dazu hat er eben noch eine richtig krasse Physis. Wenn man sich die Werte so anguckt, gerade was die starke Physis angeht, kombiniert noch mit der Größe von 1,88 Meter, ist Leao jetzt gar nicht mal so der Außenspieler, sondern eher ein Stürmer. Wirklich viel pushen kann man hier eigentlich nicht mehr. Wir haben ihm damals ein Dead-Eye gegeben. Rafael Leao hat ein paar ganz gute Linkmöglichkeiten, allerdings ist das hier wahrscheinlich ein bisschen schwerer als bei den anderen Karten. Wir haben damals in der Review eine 10 von 10 gegeben, die Werte sind wirklich absolut überragend, er ist auch variabel einsetzbar und gerade bei den Dribbling ist er wirklich eine überragende Karte. Die Skills führt er extrem schnell aus, vor allem der Elastico ist bei ihm einfach eine absolute Waffe. Ich habe dir oben auch nochmal die Review verlinkt, falls du interessiert bist, kannst du da auch nochmal mehr über die Karte erfahren. Der Preis ist da natürlich nicht mehr aktuell. Ja, ich hoffe, euch hat das Video soweit gefallen. Hast du aktuell auch noch ein paar Geheimtipps, die echt stark gesunken sind? Schreib das gerne mal in die Kommentare. Lass jetzt gerne noch ein Like und ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Video.